Hallo, meine lieben Anhänger Dagons und der Alten, und willkommen zu einem Thema, das ich glaube ich noch nicht hier hatte: Lego Atlantis. Hauptsächlich hatte ich es deswegen nicht hier, weil es schon eine ganze Weile her ist, dass das existiert hat. Das war so um 2010 rum. Auch dieses Heft ist von 2010, also nicht gerade aktuell, aber ich wollte es schon ewig mal haben und vorstellen, weil diese Figuren, die da drin waren, die fand ich absolut cool. In diesem Fall der Heimann, und es gibt noch ein zweites Heft, das kann ich mal eben zeigen. Denn hier ist eine Vorschau für die Zukunft mit diesem Kraken. Tintenfischmann heißt er hier. Ich glaube, auf Englisch ist es der Squid Warrior. Und irgendjemand hämmert da draußen heftig an seinem Haus herum. Ich mache mal eben das Fenster zu. Vielleicht wird es dann leiser. Okay, so. Genug gehämmert. Zurück hierzu. Genau, das Schöne ist, diese Hefte sind quasi nicht im Preis gestiegen, im Gegensatz zu Lego-Sets. Nein, die kriegt ihr immer noch zum alten Preis. Ich habe das Ding hier eingeschweißt bekommen. Hier ist die Folie. Ja, ich habe das komplett neuwertig bekommen. Ich habe es noch nicht mal reingeschaut. Und das ist immer noch mit Versand für 6 Euro. Nicht schlecht. Also wenn ihr die Figur gezielt sucht, dann ist das, glaube ich, die beste Option. Die kam ansonsten in einigen, ja, in relativ vielen der Atlantis-Sets tatsächlich vor. Die Hai-Figur im Gegensatz zum Tintenfisch. Der war relativ selten, der Hai kam immer mal wieder vor. Aber ich habe ihn nicht, weil ich keine Atlantis-Sets hatte. Das Problem mit den Atlantis-Sets war das Farbschema. Das seht ihr auch sehr schön hier an diesem Ding. Dieses knallige Rot, das hat mir absolut nicht gefallen, gerade für Unterwassergeschichten. Die Atlanta selbst, die hatten viel interessantere Schiffe. Ja, diese blauen Farben, blau und grau, das war besser, aber die menschlichen Charaktere. Das sah halt furchtbar aus. Und deswegen hatte ich im Endeffekt nur ein Set. Ich hatte das allerkleinste von den menschlichen Sets. Und da war mir dann auch gefallen, ja, nee, das Rot ist nicht so schön. Außerdem sind das Sticker ohne Ende drauf. Sieht man sogar hier. Sticker ohne Ende. Habe ich damals schon nicht gemocht. Aber es ist ein relativ kleines Thema. Und es gibt jede Menge dazu. Es ist ein relativ vergessenes Thema. Deswegen gibt es die Hefte immer noch zum alten Preis. Und das hier ist tatsächlich ein Amet oder Amit oder Ahmed oder wie auch immer man das aussprechen soll, Heft. Also dieser Verlag, der war 2010 schon unterwegs und damals noch mit geklammerten Heften, aber auch damals schon müsste es ein 499 Heft gewesen sein. Es steht hier leider kein Preis drauf, aber ich glaube, es war so. Aber der Folie nicht, da sind die Zettel abgerissen. Aber naja. Genau, hat eine Figur zum Zusammenbauen enthalten. Die sehen wir hier auf diesem richtig schön hässlich roten Plastiktray. Das ist auch heutzutage besser geworden. Das Ganze ist ab 5. Wehe, ihr guckt es euch an, wenn ihr noch unter 5 seid. Und es ist Lego Atlantis. Die Suche nach der versunkenen Stadt 1. Im Gegensatz zu die Suche nach der versunkenen Stadt 2, die wir eben auf der Rückseite ein paar Mal gesehen haben. Lustigerweise in Englisch haben die beiden komplett unterschiedliche Titel im englischen Original. Hier ist es 1 und 2. Was ich tatsächlich gut heiße, denn so weiß man, in welcher Reihenfolge die Hefte kommen. Wenn sie Geschichten enthalten, das weiß ich noch nicht, ich habe noch nicht ins Heft geguckt. Das werde ich jetzt tun, indem ich dieses Cover umblätter. Und, oh. Oh. Okay. Werbung. Lego City Spielmappe. Das habe ich noch nie gesehen. Ha. Ich wusste nicht, dass Lego City Spielmatten im Programm hat. Oder hatte. Okay, spannend. Interessantes kleines Ding. Das hier sieht ein bisschen aus wie Dots, ist aber nicht Dots. Es sind, was sind das? Kugelschreiber. Ah, okay. Auch seltsames Ding. Habe ich hier noch mehr Seltsamkeiten? Ah, gut, ja, gut, na, Taschenlampen. Die gab es da. Was ist das denn? Eine Laterne. Ach, und dann leuchtet der Körper. Okay, das ist cool. Wieso habe ich diese Phase von albernem Lego-Zubehör verpasst? Das ist so herrlich, albernes Groß. Ich meine, die hier gibt es immer noch. Ja, die kennen wir. Das hier, das gibt es definitiv nicht mehr. Das ist cool. Herrlich bescheuert. Jetzt weiß ich wieder was, wonach ich in Zukunft suchen muss. Okay, jetzt merkt aber das Heft selbst an. Das mache ich gleich. Ah, so geht das ab. Okay. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie das abgeht. Okay, hier ist ein Kleberpunkt. Ich schneide das mal eben auf. Mit der hochprofessionellen Schnippschnapp. Die kleine Schwester von Schnippschnapp. Weil das die erste Schere war, die ich gerade in die Finger bekommen habe. Oh.
Ah, da ist. Ja, okay, da ist etwas drauf gedrückt und deswegen ist das verformt. So, gucken wir uns gleich an. Hier ist sogar eine Bauanleitung. Sehr praktisch. Und dann haben wir hier das Heft. Ich bin mal gespannt. Ah, Profile von wichtigen Personen aus Atlantis. Das U-Boot, das scheint so ein kein klassisches Rätselheft zu sein. Okay, hier geht's los. Hier kommen dann die Rätsel, ordne die Bildzuschnitte zu. Und dann aber auch sehr viele Infos über Atlantis. Also über Lego Atlantis, nicht die Stadt. Ab und an mal ein Rätsel, aber sehr viel von diesen Dingen. In der Mitte noch ein Poster. Ist ein komischer Hybrid aus den aktuellen Ahmed und Blue Ocean Heften. Nur halt komplett ohne Comic. Ich wundere mich gerade, dass ein Teil 1 und Teil 2 gibt. Also ich dachte, da wäre jetzt eine Geschichte drin. Ja, wenn das Teil 1 und Teil 2 gibt, dass da eine Geschichte drin ist. Aber das ist so ein Infoding. Das klebt. Scheiße. Okay. Aber wenn ihr was über die Welt von diesem Set wissen wollt und nicht nur einfach die Sets angucken wollt, dann ist das gar nicht schlecht. Es gibt auch noch Atlantis-Trickfilme. Aber ja, okay. Und ich habe die Lösung für die Rätsel, wenn ihr mal schummeln wollt. Dann haben wir noch ein bisschen Werbung für die Atlantis-Sets. Hier sind sie und da seht ihr, was ich mit dem extremen Fokus auf Rot meine. Ja, alle menschlichen Sets sind so rot. Das Ding hier. Das Ding hatte ich einmal fast gekauft, weil das ist absolut cool. Und das war irgendwann mal im Rausschmissverkauf und dann war ich das nächste Mal da und dann war es nicht mehr da. Das ist im Grunde Atlantis selbst. So ein Palast mit ein paar Kraken, unterschiedlichen, hier der riesige schwarze, der kleine weiße hier. Da ist auch der Tintenfischmann. Das war ein cooles Set. War vielleicht ein bisschen überteuert für das, was es war. Aber Unterwasserruinen mit Kraken gehen immer. Gehen auf jeden Fall immer. Okay, das war jetzt das Heft. Und dann haben wir unsere. Oh, hätte ich etwa die Bauanleitung noch behalten sollen? Ich weiß nicht, vielleicht wird es schwierig. Vielleicht komme ich damit nicht klar. Ich bin so nervös. Erstmal muss ich das aufkriegen. Das ist vielleicht eine Aufkrieganleitung, wäre wahrscheinlich besser gewesen als die Bauanleitung. Und wir haben unsere Teile. Die sind natürlich nicht exklusiv. Exklusivgut der Dreizack ohnehin nicht, den gab es in fast jedem dieser Atlantis-Sets. Trotzdem schöner Dreizack. Die Figurenteile auch nicht exklusiv, weil die Figur nicht exklusiv ist, aber exklusiv für diese Figur. Das sind alles Spezialdrucke, die hat es jeweils nie bei einer anderen Figur gegeben. Und ich weiß nicht ganz, was es darstellen soll. Ich weiß insgesamt, es ist ein Haifisch. Da hinten ist gar nichts, ist nur vorne. Aber das sind einfach nur Rorschachmuster. Okay. Das Coole ist. Oh, weiches Gummi. Das Coole ist natürlich der Haifischkopf. Hier nicht mit einem normalen Kopf drunter, wie das oft bei so Tierköpfen ist, sondern richtiger Kopf. Sieht ein bisschen dumm aus, wie der guckt. Ehrlich. So guckt er halt. Schöne Bedruckung auf der Stirn. Sehr schön, auch die Flosse. Also das ist ein schöner Kopf. Ja, abgesehen von dem Gesichtsausdruck in manchen Winkeln. Ein schöner Kopf. Der hat ja auch so eine Lücke, wo man eine Stange reinstecken kann, damit er auch was beißen kann. Sehr, sehr schön. Nasenlöcher, Augen, Kiemen. Die Rückenflosse ist cool. Und die Bedruckung hier oben. Quasi auf der Stirn. Das ist cool. Der guckt ein bisschen immer in den Himmel. Das ist ein bisschen doof, aber gut, wenn er schwimmt, passt's. Ja, wenn er schwimmt, dann passt es. Nein, coole Figur, cooles Kopfteil. Bisschen bekloppter Gesichtsausdruck, aber er gefällt mir. Das Schöne ist, von denen gab es auch in der Serie jede Menge. Das heißt, die kann man super zum Armee bauen verwenden. Die kann man auch super heute noch in seine Unterwasserlandschaft packen und dann passen die da rein als so ein bisschen Unterseemonster. Die Kraken wären, glaube ich, noch besser dafür. Aber der ist auch schon cool. Kann man ja ein bisschen mischen. Insgesamt gefällt er mir. Durchaus. Durchaus. Und jetzt finde ich schade, dass ich kein einziges von den Atlantis-Sets damals gekauft habe, in denen er damals drin war. Sonst hätte ich jetzt schon mehrere davon. Komm hier, nimm deinen Dreizack. Ich habe gesagt, nimm deinen Dreizack. Nimm ihn. Ja. Aha, geht doch.
So, jetzt kannst du auch jemanden bedrohen. Lecker. Genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und das ist das. Ich hoffe, dass ich morgen oder übermorgen auch mal wieder zu den aktuellen Heften komme, denn dann ist ein neuer Monat und neues Geld. Und sage erstmal bis dahin.